Willkommen auf dem Yas Island Circuit, dem Schlusspunkt einer weiteren spannenden Saison der Formel 1. Wir lassen dieses atemberaubende Jahr auf einer Strecke ausklingen, die in ihrer kurzen Geschichte schon viel Ruhm und Kummer gesehen hat. Es ist Zeit, die Saison mit Stil abzuschließen. Es ist Zeit für den Abu Dhabi Grand Prix. Hier auf dem Yas Island Circuit kriegen es die Fahrer mit 10 Rechts- und 11 Linkskurven mit einer Gesamtlänge von 5,47 Kilometern zu tun. Die zwei langen Geraden eignen sich perfekt für Überholmanöver, bevor es in die jeweiligen Schikanen geht. Wir können uns insgesamt auf sehr schnelle Runden freuen, denn die Rundengeschwindigkeit im Durchschnitt liegt bei knapp 200 km/h. Neben mir befindet sich jetzt mein Kollege Stefan Römer. Danke, dass du dabei bist, Stefan. Du warst ja kurz noch in der Boxengasse. Wie schätzt du denn die Streckenbedingungen heute ein? Die Strecke sieht ziemlich sauber aus, aber ich mache mir Sorgen um die Temperatur. Es ist ziemlich kalt da draußen. Dadurch könnten einige Teams Schwierigkeiten haben, die Reifen im richtigen Betriebsbereich zu halten. Die Autos, die ihre Reifen wirklich stark beanspruchen und dadurch mehr Wärme erzeugen, werden weniger Probleme bekommen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Perez, Magnussen, Nico Hülkenberg und Leclerc, Grosjean, Hamilton, Raikkonen und Devin Button. Sainz Junior, Verstappen, er hat eine Gridstrafe erhalten. Pierre Gasly und Albon. Stroll, Russell, Daniel Ricciardo und Richter, Norris und Lukas Weber vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Okay, let's finish the season with a strong effort. Ja, und liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019 mit dem letzten Rennen der Saison. Und wir starten von P18 aus in die neue Saison. Ins Finale, so rum ist es richtig. Hinter uns stehen noch Norris und Weber. Ich hoffe, dass wir tatsächlich einen guten Start holen, ein, zwei Autos mitnehmen. Und dann schauen wir mal, wie es dann letztendlich final wird. Also Bottas darf definitiv das Ding nicht gewinnen. Wir müssen also bis 2-3 vorfahren, sonst haben wir das Thema gegessen. Oh, Alter. Ja, wir haben 3 Rennen in Folge gewonnen. Mit das hier Nummer 4 vielleicht sogar noch vom P18er. So, mal gucken, wie weit uns da vorne geht. Ich hoffe, dass wir uns relativ schnell so weit vorne finden, wie wir hier gerade stehen. Auf Platz 14 momentan wäre das. Aber ich glaube nicht, dass wir müssen hier nochmal, wir müssen es wieder zurückfallen lassen. Ach, die ziehen ja gar nicht vorbei. Ja, wir müssen halt gucken, was zuerst rumgeht, ne? Können wir tatsächlich hier ein starkes Ergebnis holen? Ein paar Punkte müssen wir holen, auf jeden Fall. Oder am besten, wenn Bottas ausscheidet, dann ist es jetzt nicht egal. Aber ja, wir wollen hier den Vize-WM-Titel. Das ist durchaus klar. Nach so vielen guten Ergebnissen dürfen wir hier nicht verkacken heute. Aber wir müssen halt erstmal irgendwie das Feld kommen, ne? Das ist es halt. So, letzte Rennen. Nochmal 14 Runden hier in Abu Dhabi. So, das Rennen ist gestartet und hier geht es hier heute die Aufholjagd in Richtung ein paar WM-Punkte mitnehmen.
Da muss ich jetzt gerade ein bisschen runtergehen, aber wir haben schon drei Autos überholt. Schon vorbei an Verstappen oder dran an Verstappen und vorbei am Niederländer. Wir müssen ja richtig auf Aufholjagd jetzt gehen. Butler vor uns, vor Albon, also die beiden Toro Rosso und Tufel uns in den Punkten hat, wir auch. Solange Bottas das Rennen anführt, ist es, müssen wir definitiv liefern. Hm. Ja, wir haben das Problem, dass wir übelst Probleme mit der DTR haben hier. Auf 12 haben wir jetzt ins Ziel 6 Autos überholt in der Runde 1. Bottas mit der schnellsten Rennrunde. So, vorbei an was? Katastrophe, das mit dem leichter Schaden am Frontflügel, das sagt er mir gerade durch. Einfach mal kurz Nein drücken, damit er den Flügel nicht wegnimmt. Wir müssen schließlich jetzt ein bisschen pushen. Ja, boah, das führt immer noch, ne? Ja, ich denke nicht. Ich denke, das wird schwierig werden, da ein gutes. Ich muss halt auch jetzt ein gutes Ergebnis holen. Angriff gegen den Toro Rosso und vorbei auf jeden Fall an ihm. Jetzt sind wir schon mal an den Punkten. Aber auch DRS, das ist das Gute. Also der Haas vor mir hat jetzt auch natürlich doch den Flügel offen. Hey, Quatsch, Haas ist ein Alpha, Entschuldigung, das ist Rekön. So, Angriff gegen Kimi, auch da ohne Probleme vorbei. Und damit sind wir schon mal auf 9 und hätten 2 WM-Pünktchen sicher. Aber das ist natürlich jetzt eine Katastrophe, weil immer noch Platz nur der Platz da ist. Ja, Kimi hat natürlich jetzt auch das Problem, hat ja auch natürlich das Gute, er hat noch sein DRS und zweites. Ich glaube, dass er das zweite hat. Ja gut, nee, er liegt hinter uns, Quatsch. Deswegen hat er DRS, ja. Ich muss da vorne komplett vorbei gerade, an allem jetzt, was da vor mir ist. Irgendwo Richtung Platz 3, 2, das wäre natürlich das Idealste. Das Gute, was da vorne ist, ist alles nicht wirklich schnell. Das sind Grosjean, Hülkenberg, Magnussen, irgendwo so ein McLaren, der ist der Ferrari da vorne aufhält, ist der Vettel wahrscheinlich alles da. Flügelchen funktioniert auch noch, alles wunderbar. Wir können also.
Ja. Das war mir fast klar, dass der mir, dass ich da reinfahre, Mann. Nicht da in so einer Position, dass ich mal da irgendwann angreifen kann, ne? So, jetzt bin ich mal wieder dran an ihm. So, das gleiche Spiel steht wie gegen Raikön, spiele ich jetzt auch mit Grosjean. Momentan haben wir sogar nicht mal einen zweiten Platz reichen gegen Bottas. Und da wir momentan eh nur auf 8 liegen, ist das Thema eh gegessen. So, daneben vorne, da sind jetzt Hülkenberg und Magnussen. So, Angriff Hülkenberg gegen Magnussen, wie gesagt, soll mir auch recht sein. Wenn die sich da vorne bekämpfen, kann ich versuchen, da mitzugehen. Ich bin viel besser rausgekommen als Magnussen. Weil er hat jetzt auch das DRS. Oh, Alter. Scheiße, das war mir fast klar, dass er den Konter setzt. Ich hatte gehofft, um wieder durchzukommen mit ihm. So weit zu machen, dass ich da nicht, nicht mitziehen kann. Siebter momentan. Vorbei an Hülkenberg. Das war mir fast klar, dass der mir schön die Tür zuwirft. Ich hasse diese Ecke, ja. Wo ich gerne da überholen würde. Muss es jetzt gleich ein bisschen besser anrichten. Ja, vergiss es, Alter. Das habe ich aber mit Absicht gemacht. Ich muss es halt immer wieder neu ansetzen, diese Ecke. Magnussen. Komm. Na, es geht. Da wieder raus, da kommt er wieder besser raus als ich.
Ich muss da jetzt irgendwann mal rangehen. Ich muss ja vorbei da an dem Auto, ne? Jedes Mal, ich komme nicht ran an dieses Auto. Wenn der Magnus nämlich nicht mich mal vorbeilassen würde oder vorbeigeben. Ja, ist gut. Ne, ich komme nicht ran an diese Position, ne? Ich muss die Flügel ja tauschen. Bringt mir ja nichts. Complete, go now. Jetzt bin ich direkt in der Hamilton, ja. Du bist vorbei an dem an Magnussen jetzt endlich. Naja, wo Magnussen? Nee, Magnussen ist vorne. Wir sind ja momentan nur 14. Der Magnussen hängt, glaube ich, das müsste, glaube ich, Hamilton Perez da vorne sein. An den ich auf jeden Fall vorbei muss. Perez greift wieder Hamilton an. Das Gute, sie sollen da vorne schön kämpfen. Die sollen da kämpfen. Vielleicht kriege ich nur, habe ich echt eine Möglichkeit, nochmal ranzukommen. Er sagt dann, nö, ist nicht. Du gehst da, du kommst da nicht vorbei. Ich mach dem Zweifel die Tür zu. Spiel war das Spielchen halt so. Sechster. Aber vielleicht sind da von euch noch nicht in der Box gewesen. Ich muss an dem Pärchen hier vor mir vorbei. Definitiv. So, vorbei. Ein. So, jetzt weiß ich nicht, aber was davor, Bottas, Vettel, ja, die müssen beide vorne weg, das ist das Problem. Und davor, ich weiß nicht, ob schon beide in der Box waren, das ist es halt, ne? Ich muss an dem Ferrari vorbei jetzt. Du hast mich so lange gejagt in Brasilien. Jetzt darf ich dich mal jagen. Das ist das nächste Auto in der Box.
Na, es wird nicht reichen. Insofern Vettel das Ding nicht gewinnt. Bestzeit. Das fehlt immer noch. Das ist das Problem an der Sache. Der hat jetzt 25 Punkte. Und wenn ich jetzt hier vorbeigehe, habe ich 16. Das sind 9 Punkte. Das heißt, ich verliere das Ding um 2-3 Pünktchen. Selbst wenn ich an dem Auto, an dem Ferrari jetzt vorbeihüpfe. Da vorne muss der Vettel sich den Bottas knacken. So, an Leclerc sind wir schon mal vorbei. Schön vorsichtig. Jetzt muss ich hoffen, dass der Vettel sich boah, Alter. Dass der Vettel sich den Bottas parkt. Wenn der Vettel das Ding gegen Bottas holt, dann würde es reichen. Oder ich muss jetzt noch mal da dran. Ich muss jetzt versuchen, dass ich da irgendwie vorne pushen kann. An den zweiten Ferrari pushen kann. 5 Runden noch. Aber der Abstand ist so groß, das wird nicht machbar sein. Bottas holt sich noch mal eine Bestzeit. Was für eine Katastrophe gerade. Ja, 7 Sekunden. Lang, ja, es geht fast nicht. Er holt 26 Punkte und ich komme jetzt auf 15. Also, er hat 11 Punkte mehr als ich. Ich hatte gehofft, dass er im letzten drin. Ich habe jetzt gerade ein bisschen dran, dass ich jetzt immer wegkomme von der Wegbleibe von Leclerc. Zumindest Dritter. Zumindest immer am Podium zum Abschluss. Na gut, es war klar, dass er jetzt da angreifen wird. Leclerc wieder vorbei an uns, aber der Konter in der Kurve danach. Den kriegen. Ja, wie gesagt, das ist so lange, dass da vorne heißt Vettel hinter Bottas. Wenn der Vettel an Bottas vorbeikommt oder wenn er drankommt, der Bottas Probleme hat, das Auto mich schonen muss, irgendwas dergleichen, 4 Runden noch. Aber ich gehe davon aus, dass das Thema mit der Vize-Weltmeisterschaft definitiv weg ist. Aber so ein Rennen kann auch noch mal lange dauern. Nur wenn ich bei der Ecke, ich hätte das Rennen gewinnen können. Der Bottas zieht noch weg. Und Vettel auch. Also das Thema ist gegessen. Es geht jetzt rein um die Verteidigung gegen Leclerc. Irgendwie noch das Podium mitnehmen und dann mehr ist leider heute nicht drin. Es geht rein um einen technischen Defekt von Bottas oder Benzin oder was auch immer. Irgendwas dergleichen. Irgendein technisches Problem mit Valtteri Bottas. Ansonsten ist das Thema gegessen. Es würde reichen, wie gesagt. Es würde sofort reichen, wenn er Zweiter würde. Dann würde das nämlich für mich wieder reichen. 3 Runden noch, liebe Leute. 3 Ründchen noch. Und ich komme ein bisschen weg vom Ferrari hinter mir. Im Zweifel mache ich mir halt Platz. Alter, hat er mir schön nochmal. Hat er mir schön nochmal die. Geht er nochmal daran. Ja, das Problem ist, dass Hamilton jetzt auf einmal noch mitspielen möchte.
Ja. Ich muss mich in die letzte Runde noch retten. Auf Vettel kann ich nicht hoffen. Auf Vettel kann ich nicht mehr hoffen. Das Thema ist gegessen. Platz 2 in der Fahrer-WM ist definitiv weg. Das wird sich Valtteri Bottas im letzten Rennen nehmen. Nicht nehmen lassen. Weil dadurch, dass er sogar noch die schnellste Rennrunde hat und Vettel eh wegfährt, ist das Thema ja eh durch. So, jetzt bin ich ein bisschen weggekommen von Leclerc und Hamilton. Ich versuche natürlich, ich muss natürlich mich ein bisschen. Jetzt geht der Hamilton auch noch vorbei. Leck mich doch am Arsch. Hau ab von mir. Das Lustige ist, dass jetzt auch noch die beiden Force India gleich mitspielen da werden. Also das wird jetzt gleich ein schönes Grüppchen da hinter mir sein. Nur leider muss da vorne sich noch irgendwas tun. Aber Bottas wird jetzt gerade, geht jetzt über die Linie so weit weg von Vettel, dass der gar keine Chance hat, der Ferrari nachzukommen. Ah, Mann, das tut weh. Im letzten Rennen macht das. Versau ich es mir. Also, ich muss ja die kompletten Einheiten tauschen, ne? Ich hab schon zu Vettel mittlerweile 11,5 Sekunden, aber weil ich wirklich nur im Verteidigen bin gerade hier. Ich hoffe, wie gesagt, dass er da vorne nochmal ein bisschen pusht. Aber das wird nicht passieren. Es sei denn, Bottas hat Probleme. Eine Runde noch. Dann haben wir es geschafft, von 18 auf 3 zu fahren. So, der Abstand ist jetzt größer, der wird jetzt immer noch größer. Ja, wenn man die Chance hat, wirklich als Vize-Weltmeister nach Hause zu gehen in die neue Saison. Das wäre. Ist das irgendwie eine kleine Enttäuschung jetzt gerade? Da vorne gucke ich gar nicht mehr. Unsere Siegesserie wird definitiv reißen. Es wird aber das vierte Podium hintereinander wahrscheinlich. Das Einzige, was es jetzt auch in den Arsch halten könnte, wäre ein Safety Car, aber das wird nicht passieren. Die letzte Runde der Saison und das wird am Ende nur Platz 3 werden. Und wir kriegen es wieder nicht den Abu Dhabi zum Abschluss zu gewinnen. Wie damals mit dem Ferrari. Trotz des kaputten Flügels und wir konnten uns durchbeißen bis ran auf Platz 3, aber nicht diesen einen Schritt weiter. Rang 2 hätte es getan. Oder wenn Bottas Zweiter wird, aber es wird nicht passieren, denn das Thema ist gegessen. So, jetzt pushe ich nochmal kurz mit dem Sprit, weil wenn ich ehrlich bin, das macht er mir noch nicht mehr fett. Jetzt hole ich mir... Ich schaue ein bisschen auf meine Spritanzeige. Ja, ja, ich weiß, dass wir gerade ziemlich im Minus sind. Aber es ist eh nicht mehr viel. Scheiße. Walter Bottas holt sich auch die volle Punkte mit 26 WM-Punkten.
Glückwunsch. Ja, Bottas Zweiter. Wir nur Dritter. Wir hatten alles in der Hand, haben es am Ende verkackt durch diese Strategieprobleme. Wobei ich jetzt nochmal so ein bisschen enttäuscht bin. Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg. Das hätte nicht passieren dürfen. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko. Und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben. Und sie haben es sich verdient. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Wir haben heute einige beeindruckende... Das kann aber nur ich sein. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Richter. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Also Stefan, damit ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, nächste Saison Australien. Dann, ja, das war's. Wir können es heute leider nicht schaffen, auf Platz 2 der Fahrer werden zu kommen. Wir dürfen uns als Vize-Vize-Weltmeister, beziehungsweise Tabellendritter dazu. Ja, Glückwunsch. Sie sind recht zufrieden damit. Naja, mehr oder weniger. Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Lucas ist in diesem Rennen durch das Feld geflogen. Was ist sein Geheimnis? Glauben Sie, dass Ihre Rivalität Sie in dieser Saison weitergebracht hat? Klasse, das war dann alles. Ja, und jetzt heißt es mal abwarten, wie es halt wie es jetzt weitergeht, ne? Mit welchem Team geht's in die neue Saison? Da steht die gute Emma schon. Da ist er. Eine tolle Saison. Jetzt kommt das große Geheimnis. Die waren gut. Und das gibt uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Und meine 10% lohnen sich auch mehr. Also genießt die Pause. Und nächstes Jahr weiter so. Ne, ich hoffe nicht, dass wir... Ich muss gucken, halt, wie gesagt. Ich Ergebnis. Du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Ich wollte gerade sagen, hä? Wir rennen. So, Vertragsverhandlung. Gute Idee. Vielleicht stehen unsere Chancen woanders besser. Ja, die große Frage. Wo gehen wir nächste Saison hin? Ich hatte ja gesagt, wir überlegen, um Toro Rosso zu gehen und zu McLaren zu gehen. Pff, McLaren haben sie aber auch nur 4 Rennen gefahren, ne? Also es wird auf jeden Fall weiterer Schritt nach vorne gehen. Das bin ich auch noch nicht in der Karriere gefahren. Genauso wenig wie mit Toro Rosso. Einer von den beiden. Einer von den beiden jetzt. Ich verlege gerade. Könnte auch mich. Oder soll ich McLaren nehmen? Boah, das ist immer so schwierig, ne?
Was hättet ihr denn genommen? Wir nehmen zu McLaren. Unser Angebot wurde angenommen. Du kannst dich also schon mal von deinem alten Team verabschieden. Ab dem nächsten Rennwochenende fährst du für dein neues Team. Ja, und damit ist es klar. Wir fahren nächste Saison für McLaren Mercedes, für McLaren Renault. Und dann schauen wir mal, wie es halt wird. So, das war die Saison 1, liebe Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder in der zweiten Saison. Gutes Ergebnis geholt, aber meine Fahrer werden Dritter. Und jetzt heißt es, freue ich mich auf die neue Herausforderung mit dem neuen Team. Vom einen Traditionsteam zum nächsten. Und dann schauen wir mal. Australien, ab nächste Woche. Bis dann und tschüss.